So, hallo, das ist Manuel Schad von SRS Sports. Heute sind wir in Franzdorf, Valjoux. Zwei Kollegen aufgegabelt im Wald. Der Helmut hat uns mit dem Can-Am gezeigt, wo Lindenfels ist. Mit Polaris. Und leider Gottes hatten wir einen technischen Defekt. Und wie es hier im Wald ist, ist die Frequenz im Wald bald größer als auf der Straße. Die beiden Jungs sind mit ihren Quads durch den Wald geblasen und haben uns jetzt bis raus begleitet. Wir gucken uns das mal jetzt an und schauen mal beim Jörg vorbei, der raucht draußen. Komm gleich wieder, ne? Wir gehen mal raus aus dieser wunderschönen Location und sagen mal zum Jörg Hallo. Wow. Hallo Wuschel. Hallo. Was ist denn das? Eine geile Höhle, ne? Das ist das Kuscheleck. Raucherlocation. Oh, Raucherlocation. Ja, das ist ein Dunstabzug. Ist ja cool. Da will man zum Raucher werden, ne? Aber das wollten wir euch gar nicht zeigen. Wir wollen euch mal die Fahrzeuge zeigen, mit denen wir heute unterwegs sind. Der Jörg ist heute Beifahrer, ne? Heute haben wir keinen Wuschel dabei, weil wir gar nicht darauf vorbereitet waren. Eigentlich hat der Tag super begonnen. Es ist auch ein geiler Tag, ne? Früh gefrühstückt, schön gechillt. Und dann hopp, wir fahren mal nach Lindenfels, Kilometer 25. Ne? Und jetzt ist es ja bei uns hier 5 Uhr, sowas. Und wir sind immer noch nicht zu Hause. Müssen wir mit der ganz hinten fahren. Genau, mit der, ne? Die ist noch super sauber. Ja. Er ist über die Löcher. Genau. Über die Löcher ist er geflogen. Nee, Quatsch beiseite. Also die Fahrzeuge, das sind alle abenteuerlich, ne? So. Wir sind mit dem Polaris losgefahren und das Polaris steht jetzt an der Tankstelle da vorne, weil es gemuckt hat. Und mit diesen beiden Quads ist der Helmut und der Jörg dann weiter transportiert worden. Ich durfte mir für den heutigen Tag seine nette Yamaha ausleihen und durfte damit blasen. Also Helmut hat ein Kennzeichen, da steht HA drauf. HA 60, weil er sich das Polaris mit 60 Jahren gekauft hat. Jetzt ist er 72, glaube ich. 72, ja. Und HA steht für Helmut Abenteuer. Das ist echt... Abenteuer, nicht wirklich. Stehst mitten im Nichts. Mitten im Nichts, das haben wir mit drin, ne? Und das Fahrzeug funktioniert nicht, ne? Ja. Puh, das riecht aber komisch. Meinst du, das war das Essen gerade? Gut, da läuft was aus, Manuel, da läuft was aus da unten. Ja, nee, es ist einfach geil. Also, bis wir zu Hause sind, ist es so dunkel, dann brauchen wir keinen Videostream mehr zu machen, ne? Und hier waren 4G und das hat sich jetzt echt angeboten, ne? Genau. Das ist einfach jetzt durchzuziehen. Also es ist einfach geil. Wir leben es ja richtig. Ne? Das war heute so ein Spaß im Wald. Nur schön kalt war es. Ne? Am Morgen, ja, aber jetzt später nochmal. In Lindenfels haben wir die Kirchenglocken geläutet, den Friedhof angeschaut, ein neues Gebäude ist dahin komme. Aber das kommt ja alles später dann auch in unseren Videos. Mhm. Wir haben das auch schön mit der GoPro gefilmt. Dieses Livestream, das soll ja mehr so dieses Tagebuch, das wir machen, sein. Und heute können wir nicht mehr erzählen, als dass wir den ganzen Tag im Wald waren. Ne? Und wir haben uns wahrscheinlich nicht mehr als 30 Kilometer von unserem Startpunkt bewegt, ne? Aber halt übles Gelände. Richtige Auf- und Abfahrten. Hammerhart. Ja. Und als ich dann gedacht habe, es läuft jetzt wieder das Polaris, dann sind zwei Lichter hinter mir gekommen und ich habe Vollgas gegeben und bin einfach geflüchtet. Richtig, mit Vollgas, bis die stehen geblieben sind. Und das waren die zwei Quads. Und die haben das gemerkt, dass ich vor ihnen hergetrieben bin und haben dann angehalten, damit ich auch anhalte. Weil sie gedacht, die haben gemerkt, ich denke, das ist mein Kumpel. Ne? Aber die anderen waren noch ganz hinten im Wald gesessen. Die sind mit einem höllischen Tempo an uns vorbeigerast. Ich bin dann mit dem Helmut im Polaris gesessen. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, wie die vorbeigepfiffen sind an uns. Und der Manuel hinterher. Und der vor Panik immer schneller gefahren ist. Ja, wir denken das, ne? Ja. Das ist der Kollege, stell dich mal vor, your name? Adrian. Adrian, der Adrian, der bietet Quad-Touren an. Hast du ein schönes Bild von deinen Touren? Also da kann man buchen in, where's your shop?
Sochenia. Rechts arm. Resita. Rechts arm. Ja. Can you show a picture from your quad? Yes. $219 Can-Am Outlander XMR. Also sehr viel Spaß. 1000 cc. 91 Horsepower. 1000 Kubik sind mir ja gewohnt, ne? Ich meine, unten runter fährt sich schlecht. Also wenn jemand Interesse hat, kann er mich da anschreiben. Ich kann den Kontakt vermitteln. Also die Jungs, die lassen es gut stehen und die haben auch richtig Spaß gehabt da. Und die haben uns ein paar Bilder gezeigt. Da war das Quad dann schon bis daher, ne? Oder bis daher im Wasser. Eins hat er gesagt, das hat er speziell für Matsch. Und das macht dann richtig Spaß, ne? Your Mud Quad from yes, America. Yes, I like. It's very funny. I like in mud. A lot. Also dieses Land, das wird einfach nicht langweilig, ne? Überhaupt nicht. Heute früh hat er noch ein gelacht, mein Wuschel. Als ich gesagt habe, mit dem Helmut, das wird recht lustig. Der Gelände wird für uns kochen. Das Wasser war schon gestanden, das Fleisch war schon drin gelegen. Ja, ja. Und ich habe gesagt, wir kommen nicht zum Essen. Wir kommen garantiert nicht zum Essen. Wir verpassen das. Na, da, ja, der Manuel. Jetzt war mein Wirtshaus da. Haben da drin Fett gegessen und die Gelände wartet immer noch. Und die wartet noch länger. Ja. Der Ofen ist wahrscheinlich kalt. Oh ja, der Ofen ist kalt, die Bude wird kalt, da oben ist richtig windig schon jetzt. Wir waren auf 1000 Meter heute Nacht. Schauen wir mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wir werden ihn haben. Bleibt am Ball, abonniert uns Instagram, Facebook und wo auch sonst. Macht die Glocke an. Ich liebe euch. Bis dann. Ciao.